herzlich willkommen zu Kochen mit Anixe, Gumanns schnelle Küche. Heute wird es modern und super gesund, nämlich mit dem sogenannten Superfood. Was erwartet uns, Jörg? Wir machen heute eine Quinoa Bowl mit gebratenem Rosenkohl und roten Linsen. Ja, und da ist noch ganz viel mehr auf dem Tisch jetzt hier. Ja. Also es ist wirklich unglaublich bunt gemischt. Und jetzt gehen wir noch mal ganz kurz zurück zu dieser Bowl-Geschichte, weil das wollte ich noch mal sagen. Es ist wirklich lustig, oder? Man nennt es Bowl, alle Leute möchten es essen. Es ist mega trendy. Und früher war es einfach nur ein tiefer Teller oder eine genau, Schüssel. Genau, es war einfach nur eine Schüssel gewesen und keiner wollte es haben. Aber als Bowl ist es natürlich der Renner in jedem Restaurant, egal was sie reinmachen. Das war natürlich jetzt etwas übertrieben, aber es ist schon richtig, ein neuer Name versetzt manchmal auch solche Produkte wieder dann zu einem neuen Leben. Und das ist ja schön so. Genau. Ja, dann würde ich schon mal anfangen. Genau, erzähl mal, was wir alles kurz was erzählen. Also wir haben einmal rote Linsen, die sehen Sie ja hier vorne. Ich habe die da hinten schon mal gekocht, weil wir ja sagen, jetzt machen wir eine schnellere Küche. Und dann haben wir hier auch noch mal Quinoa, so sieht da aus. In echt, in roh und das Ganze auch wieder in gekochter Variante. Dazu gibt es noch Rosenkohl, dann haben wir etwas Bacon, damit auch die Fleischfans oder die es etwas deftiger mögen, gerade in Verbindung mit dem Rosenkohl, auch auf ihre Kosten kommen. Nämlich so kann man eine schöne Kombi machen, also ein vollwertiges Gericht und trotz allem so ein bisschen Fleischgeschmack noch mit dabei haben. Ich kann das schon gut verstehen, ich bin auch Fleischesser. Dann gibt es dazu noch Schalotten, etwas Knoblauch. Und ein paar Cranberries, das macht später die Süße aus. Das ist eine ganz schöne Kombi. Und etwas Sour Cream als Topping. Und das war es eigentlich schon gewesen. Genau, Parmesan, etwas Parmesan und etwas Blattsalat. Richtig. Ja. Aber da wollte ich noch was zu sagen, und zwar zu Obst im Essen. Ich bin ein ganz großer Fan davon, aber es gibt wirklich unglaublich viele Menschen, die das gar nicht mögen. Ich finde es erstaunlich, aber ich denke, in der Kombination auch zusammen mit dem Speck, auch wenn ich jetzt keine Fleischfresserin bin, was Sie wissen, Fleischesserin, Entschuldigung, ist es trotzdem so, dass man da zum Beispiel einen Räuchertofu nehmen könnte, um halt da so ein bisschen die Würze reinzubekommen. Genau. Wenn man es komplett vegetarisch machen wollte. Aber ich habe dir noch was mitgebracht. Oh ja? Das wollte ich dir erzählen. Und zwar, Sie kennen ja unsere Tradition, normalerweise gibt es ein Weinchen. Aber wir haben uns gedacht, beziehungsweise ich habe mir diesmal gedacht, nee, wir wollen mal was Antialkoholisches haben und etwas, was ein bisschen erfrischt, was aber trotzdem besonders ist und was zu diesem Gericht passen könnte. Und Sie wissen ja, wir kommen aus Mannheim, das haben wir ja jetzt oft genug erzählt. Es gibt sozusagen eine Brauerei bei uns in Mannheim, nämlich die Eichbaumbrauerei. Und zwar, hold on, das hat er mich durcheinander gebracht, und zwar schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren. Und die brauen mittlerweile auch Limonade. Oh, das klingt ja cool. Genau, und zwar Orange mit Malz. Und es schmeckt bestimmt ganz, ganz toll. Also ich weiß, dass es gut schmeckt. Du darfst es erst später. Du hast schon mal. Ich habe gedacht, ich darf es mal vorprobieren. Nein, erst später zum Essen. Später. Und wir erzählen Ihnen dann auch noch mehr über die Eichbaumbrauerei. Okay. Ja, da fahre ich ja jeden Morgen dann vorbei, wenn ich hierher komme ins Studio an der Eichbaum. Genau, die ist ganz bei uns in der Nähe. Und ich sage immer, wenn ich auf dem Radl radel und ich radel da dran vorbei, dann habe ich schon einen sitzen, wenn ich nur vorbeigefahren bin. Nein, Quatsch, aber es riecht natürlich immer nach der Brauerei. Das ist einfach so. Okay. Ja, sehr schön. Ich fange jetzt schon mal an. Wir beginnen mit dem Bacon. Das ist also Frühstücksbacon, den kennt ja jeder, gibt es mittlerweile im Supermarkt zu kaufen. Dazu brauchen wir rein Messer. Da gibt es übrigens mittlerweile eine ganz abgefahrene vegane Variation von. Das sieht fast echt aus. Also sogar das würde dann quasi theoretisch. Die habe ich noch nicht gesehen. Ist ja, kann ich dir mal zeigen. Es ist wirklich erstaunlich, was es da mittlerweile gibt auf dem Markt. Ja. Ja, und dann lassen wir jetzt einfach in der Pfanne aus. Und zwar ohne Öl, ne? Ohne Öl. Wir wollen, dass das praktisch das Fett vom Fleisch austritt. Dann wird er halt schön crunchy und kross. Das wollen wir später auch haben, dass wir so einen knackigen Geschmack in der Bowl haben, dass es nicht so, nicht so pumpig wird. Genau. Ja, ist ja kein Milchreis oder sowas. Aber das ist zum Beispiel was, was ich wirklich sagen muss. Ich habe immer so ein bisschen Angst davor. Dabei sind die Pfannen ja heutzutage alle so beschichtet, dass man das ruhig machen kann. Ne? Gerade wenn es so ein Fettgehalt hat wie jetzt Speck. Genau, genau. Man muss einfach ein bisschen Geduld haben. Das geht ja jetzt gleich zur Sache hier, wenn der Herd heute wieder Lust hat. Ja. Sie kennen ja meinen Herd. Genau. Ja, jetzt kommt es. Ja. Jetzt kommt's. Ich höre es schon. Okay. Knistern. Es wird lecker, sage ich Ihnen. Da fängt es an zu brutzeln. Bewegt sich schon. Jawohl, sehr schön. Und auch übrigens noch mal, weil du das vorhin so mit ein bisschen Humor gesagt hast. Es ist ja schon so, es gibt ja viele Herren der Schöpfung, die mögen Fleisch lieber als Frauen. Frauen können sich da komischerweise irgendwie besser drauf einstellen. Ich habe keine Ahnung warum, aber ist so. Und ich habe ganz oft von Freundinnen gehört, ich würde ja gerne ein bisschen weniger Fleisch essen oder mich mehr vegan oder vegetarisch ernähren, aber mein Mann macht es nicht mit. Man sieht, hier gibt es jetzt eine tolle Variationsmöglichkeit. Es ist gesund, es ist trotzdem ein bisschen was drin. Vielleicht mag das Ihr Mann, Freund, keine Ahnung was, ja dann lieber, wer weiß.
Ja, genau. Das habe ich ja schon erwähnt. Das war die Intention. Da kann man mal einfach lecker, gesund und vollwertig essen. Genau. Und hat trotzdem noch so etwas Fleisch dabei, wie es gehört. Jetzt habe ich gerade gesehen, das ist eine Schalotte. Das ist eine Schalotte, jawohl. Ja. Und die schneiden wir jetzt einfach nur in Würfel. Okay, weil du hast die jetzt erst so seitlich aufgeschnitten. Das habe ich jetzt so auch noch nicht gesehen. Ja, du hast wahrscheinlich noch nie gesehen, wenn jemand eine Schalotte schneidet. Das stimmt jetzt nicht, aber so wie er sie geschnitten hat, das habe ich noch nicht gesehen. Ja, ich möchte ja Schalottenwürfel oder Brunoise, wie man in der Küche sagt. Ja. Und da muss man sie halt erst quer schneiden und dann längs. Und so wie ich es halt eben gemacht habe, liebe Zuschauer. Die Zuschauer können das bestimmt. Ja, die können das bestimmt besser als ich. Sie wissen jetzt so langsam, aber sicher komme ich wirklich auf den Geschmack, auch mehr zu kochen. Weg vom Convenience Food, mehr zur echten Küche. Und auch dank ihm. Ne? Also ich bin da jetzt wirklich auf den Geschmack gekommen. Und ich hoffe, Sie auch, liebe Zuschauer, indem Sie unsere Rezepte regelmäßig nachkochen und uns auch fleißig zuschauen. Da würden wir uns sehr freuen. Okay. So, ich habe jetzt schon mal die Schalotte gewürfelt und den Knoblauch klein geschnitten. Ja. Wir warten jetzt, bis der Speck kross ist. Dann nehmen wir den raus. Und dann geht es danach weiter mit Knoblauch und Zwiebeln in etwas Öl. Dann nehmen wir natürlich dieselbe Pfanne, damit wir das Aroma vom Speck eben auch noch erhalten können. Zwischenzeitlich, beziehungsweise schon vor der Sendung, habe ich den Rosenkohl putzen lassen von meinen Adjutanten. Ich habe hier 10 Stück im Hintergrund. Ja, also der Rosenkohl ist ganz klassisch geputzt und wir haben ihn halbiert. Das eignet sich einfach sehr gut zum Anbraten, damit er auch ein bisschen Farbe bekommt. Und ja, zum Rosenkohl ist ja ein uraltes Gemüse, sehr nährstoffreich, sehr vitaminreich auch. Und das Lustige ist ja, es nennt sich ja Brussels Sprouts im Englischen. Das hat mir mal ein Engländer gesagt. Ich wusste nämlich nie den englischen Namen von Rosenkohl. Und das kommt eigentlich daher, dass der Rosenkohl ursprünglich vor rund 500 Jahren in Belgien angebaut wurde als erstes. Und Brüssel ist ja doch Belgiens Hauptstadt. Stimmt. Seitdem heißt das Ganze Brüsseler Sprossen. Ja. Ja, also Brussels Sprouts. Ja, genau. Okay, wieder was gelernt, liebe Zuschauer. Und ich würde einfach sagen, wir reden jetzt gleich noch ein bisschen intensiver über unsere Zutaten, die wir da haben. Natürlich. Warten jetzt darauf, dass dieser Speck wunderschön braun angebraten ist. Und wir sehen uns gleich wieder. Okay. Bis gleich. Ciao. Ja, liebe Zuschauer, mittlerweile ist es so, dass Sie in unsere Töpfe und Pfannen direkt reinschauen können. Das wissen Sie ja. Herzlich willkommen bei Kochen mit Annix, der zweite Teil, Gumanns schnelle Küche. Mhm. Wir haben jetzt hier das Ganze wunderbar braun oder krossknusprig angebraten, beziehungsweise der Jörg, nicht ich. Und wir machen jetzt weiter. Wir wollen mal gucken, was du sonst noch alles so auf dem Tisch hast. Ja, vielen Dank an unser Kamerakind. Nein, das ist jetzt für die Älteren unter den Zuschauern, die kennen den Witz. Ja. Vielen Dank an unseren Kameramann Ali, der das immer so schön einfängt. Genau. Der Speck ist jetzt soweit kross und dann nehmen wir jetzt einfach ein Küchentuch so und schütten den da rein. Das war jetzt natürlich nicht kamera tauglich, aber Sie können sich vorstellen, wie es ausschaut. Vorsicht, nicht da bitte lassen. Da lassen, okay. Danke. Ich werde gleich sehen, warum. Ich wollte nur den Herd davor schützen, dass er wieder ausgeht, was er immer tut. Ah nein, er ist noch an. Hey, juhu. Sie wissen, das ist eine besondere Herausforderung. So, jetzt kommt hier etwas Olivenöl dazu. Natürlich können Sie auch gerne Rapsöl oder ein anderes Öl dafür nehmen. Genau. Und dann kommen die Schalotten rein. Und der Knoblauch. So, und dann nehmen wir wieder unseren Herzkochlöffel. Genau. Und jetzt direkt? Und jetzt schwitzen wir das noch schön an. Ah, erstmal anschwitzen, okay. Ja. Genau. Also ist etwas glasig im Öl. Und dann kommt als nächstes der Rosenkohl. Genau, dazu. Apropos Rosenkohl. Da wollte ich nämlich jetzt drauf hinaus, weil wir damit auch aufgehört hatten im Take vorher, was Sie wahrscheinlich wissen, weil Sie dran geblieben sind. Jörg, wenn ich Rosenkohl mache, dann schneide ich immer unten. Darf ich mal einen anfassen? Ja, selbstverständlich. Genau. Dann schneide ich immer unten, ich zeige es mal in die Kamera hier, das Zipfelchen da unten ab. Den Strunk. Den Strunk, genau. Und dann nehme ich die Blätter da so ganz vorsichtig runter, die mir nicht gefallen.
Das ist richtig. Ist das korrekt? Macht man das immer so? Oder muss ja, es ist ja eine Freilandpflanze. Und es kann natürlich auch sein, dass er mit Erde beschmutzt ist oder dass die äußere Blattschicht vielleicht ein paar braune Flecken hat, wo er mal angestoßen ist, auch durch den Transport. Die kann man natürlich einfach mit einem kleinen Küchenmesser wegschälen. Mhm. Das ist überhaupt kein Problem. Okay. Ja. Das ist auch schon mal gut zu wissen. Also da bin ich dann doch nicht so falsch, weil ich habe dann immer Angst, nachdem ich jetzt mittlerweile weiß, was man alles eigentlich nicht macht, ob ich mir das wieder nur angewöhnt habe und es war dann klar, eigentlich. Und den Strunk schneiden wir natürlich weg, das haben wir hier auch schon getan. Ja. Und jetzt gibt es natürlich noch eine schöne Variante, wenn Sie mal Rosenkohl etwas anders zubereiten wollen. Sie können den Strunk auch etwas tiefer wegschneiden hier. Ah, so wie bei dem Blumenkohl. Und dann kann man das als Blattgemüse machen. Ach. Und das sieht natürlich auch toll aus und schmeckt natürlich auch nochmal anders. Und es sieht auch elegant aus auf dem Teller. Ne? Also Sie müssen leider sich die Arbeit machen und müssen die Blätter so etwas auseinanderpfuhlen. Aber so als einzelne Blätter angebraten, eignet sich natürlich auch hervorragend. Weil meistens nehmen wir ja den Rosenkohl und blanchieren ihn im Salzwasser. Genau, richtig, richtig. Machen Sie es mal so, rohe Blätter und die dann gerade in Butter oder in etwas Olivenöl anschwenken. Einzeln auch Speck anbraten. Dazu natürlich. Das mal nur noch so als Randinfo. Und jetzt sind wir auch soweit. Okay, jetzt kommt der Rosenkohl da rein. Das müssen wir noch etwas Öl dazu. Und du hast vorhin mal was erzählt, das fand ich total interessant. Der Rosenkohl wurde bearbeitet, in Anführungszeichen, verändert? Ja, das, wir hatten es ja vorhin auch mit unserem technischen Leiter hier aus dem Studio. Mit unserem Aufnahmeleiter. Aufnahmeleiter, der ja angeblich keinen Rosenkohl mag. Und ich bin mir sicher, das rührt noch aus der Zeit, dass der Rosenkohl Bitterstoffe hatte. Und die hatte er bis Anfang der 90er Jahre. Und dann war man gentechnisch so weit, dass man die Bitterstoffe rausarbeiten konnte. Also mit einer neuen Genhybride konnte man praktisch eine neue Sorte Rosenkohl entwickeln. Und der hat gar keine Bitterstoffe mehr. Aber glauben Sie mir, liebe Zuschauer, ich gehöre zu der Generation. Ich weiß, ich bin auch groß geworden als Kind mit bitterem Rosenkohl. Und viele haben ihre Aversion einfach mit in die Neuzeit übernommen. Hat mit heute überhaupt nichts mehr zu tun. Sie finden keine Bitterstoffe mehr im Rosenkohl. Aber viele denken, es wäre immer noch so, beziehungsweise bilden sich das lustigerweise ein, dass es so ist. Ja. Das ist wirklich so. Da sehen Sie mal wieder was gelernt. Das wusste ich nämlich zum Beispiel nicht, obwohl ich auch aus der Generation stamme, beziehungsweise sogar eigentlich noch ein bisschen älter bin als der Herr Gumann. So, jetzt gehen wir Make-up. Jetzt gehen wir aber mal auf die anderen Sachen. Ich sehe da rote Linsen, einmal roh sozusagen, gekocht. Warum wäscht man rote Linsen? Ja, also rote Linsen gehören zu den Linsen, die geschält sind. Mhm. Also die haben nochmal eine Außenhaut, die ist wegpoliert. Ja. Und damit die getrennt bleiben und damit man sie auch lagern kann, transportieren kann, beziehungsweise richtig gut abpacken und nicht verkleben, werden die mit Pflanzenfett oder Pflanzenöl überzogen als Trennmittel. Ja. Und natürlich noch Unreinheiten durch die Verpackung und, in der, und so weiter und so fort. Genau, richtig. Deswegen, und es ist dann relativ viel Protein, Eiweiß und auch Stärke dran und das wäscht man eben damit weg, dann verkleben sie auch nicht so sehr. Okay. Ja. Das gilt übrigens für alle Hülsenfrüchte grundsätzlich, auch bei Reis. Bei Reis, immer waschen, machen die Asiaten auch immer so. Ja. Viele werden auch manchmal noch mit Pestiziden behandelt vor dem Transport, gerade für die Überseetransporte, das darf man einfach nicht vergessen. Basse, sage die Monoma, gell? Also immer schön waschen. Das ist also wirklich eine gute Sache. Am besten mal ein kleines Stück zur Seite. Ich wollte aber gerne noch... Natürlich, ich will nur einmal hier durchschwenken. Da kann gleich unser Kameramann noch mal kommen in einer Minute. Und dann sieht er dann mal schon, dass wir etwas Farbe da bekommen haben. Ja, genau, bitte. Wie lange muss denn der da jetzt drin bleiben? Das dauert jetzt ein bisschen. 15 Minuten. 15 müsste Minuten. Ausreichen. 15 bis 20 Minuten maximal, dann ist der dementsprechend. Der sollte ja noch etwas bissfest sein. Bei einer Bowl, wir wollen ja ein bisschen Crunch haben in dieser Bowl. Und wir wollen auch, dass alle Vitamine erhalten bleiben. Und ich mag sowieso auch Gemüse immer mit etwas mehr Biss. Auch Blumenkohl gar ich eigentlich nie zu Ende. So wie meine Oma früher, dann konnte man dann immer zerdrücken. Ich mag es lieber besser. Das ist wirklich so. Ja. Gut, noch ganz kurz zur Quinoa oder zum Quinoa. Ne? Das ist, heißt, glaube ich, zum Quinoa. Also Quinoa nennt man ja auch Peru-Reis oder Inka... Körner oder wie auch immer. Ne? Ja, so irgendwie kommt ursprünglich aus den Anden. Genau, kommt aus den Anden und ist uralt eigentlich. Aber bei uns ist es relativ neu entdeckt worden. Noch habe ich mich jetzt erschreckt. Auf, ich passe schon auf. Sie sehen, liebe Zuschauer. Frauen in der Küche erschrecken immer. Ich habe gerade gedacht, das macht so eine Stichflamme. Aber woher soll die jetzt kommen? Also jetzt nochmal zum Quinoa zurück. Der ist sehr, sehr gesund. Ne?
Ist wirklich unglaublich, was der alles kann. Ja, super gesund. Und da er da aus den Anden kommt und deswegen auch im Hochland wächst, ist er natürlich auch geeignet als Welternährung, hat man mittlerweile auch jetzt festgestellt. Denn er wächst auch noch in Höhen, wo zum Beispiel Maisanbau überhaupt nicht mehr möglich ist. Ja. Durch diesen Hype von Quinoa, muss man allerdings auch sagen, ist es als Grundernährung der dortigen Bevölkerung mittlerweile fast unerschwinglich geworden. Also früher war das arme Leute essen mit sehr hohem Proteinanteil und sehr nahrhaft. Und durch die weltweite Nachfrage an Quinoa ist es mittlerweile so, dass sie es fast nicht mehr erlauben können, ihre eigenen Anbauprodukte zu essen. Das ist halt ein bisschen schade. Ja, daran, es ist immer das Für und Wider von diesen ganzen Sachen. Nichtsdestotrotz ist er sehr gesund. Also ist Quinoa sehr gesund. Und zwar habe ich mir auch sagen lassen, er ist glutenfrei. Und man kann jedes Gericht, wozu man Reis isst, kann man quasi auch ersetzen mit Quinoa. Das ist also schon was ganz, ganz Faszinierendes. Ja, so, ich denke, wir brauchen nur 10 Minuten für den Rosenkohl. Dann machen wir noch mal Pause, alle zusammen mit dem Team. Genau, ich möchte aber noch ganz kurz sagen, wo Sie unsere Rezepte finden. Denn das ist ja immer genau der Punkt in der Sendung, an dem ich das sage. Und zwar unter www.anixahd.tv/kochshow. Dort finden Sie wieder den Link unter dem Bild von dem Rezept. Und dann können Sie loslegen mit Kochen und Einkaufen, beziehungsweise umgekehrt. Und jetzt würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder und dann kriegt er seine Limonade. Endlich. So, unser Kameramann Ali Canalp, der fängt das jetzt hier gerade ein. Es ist quasi fertig. Der Rosenkohl ist fertig. Und wir machen weiter. Und du hattest Durst, richtig? Ja, endlich. Ja, wo bleibt meine Limonade? Genau, die Limo von Eichbaum. Ich hole die mal aus dem Kühlschrank, weil die da oben ist wahrscheinlich jetzt mittlerweile zu warm. Sie wissen ja, unsere Scheinwerferproblematik hier. Und ich würde tatsächlich auch ein Schlückchen nehmen. Ja, und während du die Flaschen aufmachst, mache ich schon mal hier weiter. So, der Rosenkohl ist jetzt schön weich, aber noch bissfest. Das ist sehr wichtig, gerade bei dieser Bowl-Geschichte. Und jetzt nehmen wir also die Linsen, geben die dazu. Und auch den Quinoa. Das genaue Rezept finden Sie natürlich wieder auf der Homepage. So. Jawohl. Und auch noch der Parmesan. So. Und jetzt wird das Ganze hier geschüttelt und nicht gerührt, beziehungsweise geschwenkt. Ich finde das immer so toll, wenn die Köche das machen. Mittlerweile mache ich das sogar manchmal auch so ganz heimlich zu Hause. Ich übe noch. Du übst es, ja. Aber das mit dem Pfannkuchen, das habe ich echt gelernt von dir. Das muss man wirklich mal sagen. So, Salz und Pfeffer natürlich noch etwas dran. Ja. Und dann kannst du schon mal eine Bowl rausholen. Eine schöne. Richtig. Eine wunderschöne. Da macht das Essen ganz besonders viel Spaß. Hier haben wir eine Bowl. Da kommt das alles gleich rein. Wo möchtest du es haben? Daneben dran, hier bitte. Nebendran, okay. So, was macht unsere Limo? Ja, die Limo steht hier und wird warm. Ja, wunderbar. Dann komme ich jetzt gleich zu dir. Das wollen wir nicht. Also, zum Wohl. Cheers. Cheers. Zum Prost. Wohl, liebe Zuschauer. Ich dachte mir, es ist eine Brauerei-Limo. Das schmeckt aber die super schäumt lecker. Auch ein bisschen, genau. Die ist super lecker. Und deswegen trinkt man sie auch, wenn man möchte, aus der Flasche. Viele möchten das. Ich mag das auch. Und du eigentlich auch? Ja, also wenn sie nicht größer ist, die Flasche. Das finde ich ideal. Vom Maß her 0,33. Genau. Und da macht es auch Spaß, aus der Flasche zu trinken. Das ist wirklich perfekt. Das Besondere ist, es ist eine Orangenlimonade mit ein bisschen Malzgeschmack, weil das im Malzsud ausgelassen wurde, sozusagen. Und zwar mit über 1000 Jahre altem Wasser. Also es ist wirklich total abgefahren. Man muss mal bitte auf die Seite gehen, eichbaum.de. Da findet man alles über diese Limonade. Also wirklich lecker, faszinierend und sehr gut. Was ich noch sagen möchte, ist Eichbaum, diese Brauerei in Mannheim, ein bisschen Geschichte hier am Rande, bevor du weitermachst, die gibt es schon seit 1679, 76, irgendwann 1670, also so in den, schon Wahnsinn. Die wurde dann komplett zerstört und zwar in diesem Erbabfolgekrieg von den Pfälzern hier, die Pfälzer wieder sind schuld. Ja. Und dann wurde sie 1717 wieder aufgebaut und seitdem ist es eigentlich ein fester Bestandteil in Mannheim. Eine tolle Brauerei, macht auch Pilz, Weizen, wie heißt das andere? Export, was es heute gar nicht mehr so oft zu trinken gibt. Ich bin keine Biertrinkerin, merkt man, ne? Eigentlich Weintrinkerin. Aber die Limonade ist wirklich gut, oder? Die ist wirklich toll. Super. Also macht richtig Spaß. Und antialkoholisch, ne? Ganz, ganz, ganz wichtig. Da ist kein Alkohol drin. Okay. So. Wie geht's weiter hier? Wie geht's weiter? Jetzt kommt eigentlich schon noch die Cranberries da rein. Okay. Die braucht ja etwas für die Süße und dann das Salzige.
deftige Speck. Den Speck, ja. So, den habe ich ja etwas abtropfen lassen. Das ist jetzt wie so Speckchips, ne? So irgendwie so ein bisschen so chipsig. Genau, genau. Okay. So, und wenn der Ali möchte, dann kann er noch mal kurz hierher kommen. Noch mal reinschauen für Sie in die Kamera. Genau, so. So sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt komme ich kurz zu dir. Ja. Ah, der Salat kommt unten drunter? Der Salat kommt unten drunter, genau. Verstehe, das ist natürlich klar. Klasse. Das ist dann so ein bisschen dieser frische Kick, ne? Den es dann da so... Ja, das kann man dann schön zusammenmischen, beziehungsweise immer so ein paar Salatblätter dazu. Das sind jetzt Kopfsalatherzen, eignen sich hervorragend dazu. Da macht man also gerade so ein Salatbett unten rein. Ich persönlich mache da auch dann schon mal unten... Was ist das, Creme Fraiche? Oder Sauercreme? Das ist Sauercreme, genau. Ich mache dann unten schon mal einen Schlotzer da drauf. Okay. Und dann brauchen wir noch was zum Anrichten. Lassen Sie mich mal schauen. Tja. Genau. Also machen wir das mal so. Ich mache es besser so. Von der Seite, dann kann man es besser vielleicht sehen. Genau. Von der Seite, genau. Also es ist wirklich... Es sieht wunderschön aus. Ich finde ja immer, dass Essen auch schön aussehen kann. Und mega gesund. Also, ja, auch wenn ich Vegetarierin bin, ich werde gleich davon probieren. Ja, du kannst ja eigentlich alles probieren. Ich kann es ja quasi ohne den Speck. Bis genau. Auf den Speck. So. Das ist ja jetzt erst dazugefügt worden. Also bitte, so engstirnig bin ich da nicht. Dann würde ich sagen... Dann hast du hier mal eine Gabel. Ich habe eine Gabel und ich darf mal ganz kurz probieren. Und zwar mit einem Rosenkohl, denn ich mag Rosenkohl gerne. Das ist so ein Cranberry-Ding hier so. Ja, du musst schon darauf achten, dass du von allem etwas dabei hast, mit Ausnahme natürlich vom Speck. Gut. Jetzt noch einen Schluck von der Limo. Ich glaube, die passt nämlich auch hervorragend dazu. Ganz frisch, ganz knackig. Der Rosenkohl ist noch richtig schön bissfest und das ist echt toll. Ich probiere heute ausnahmsweise auch mal. So. Das ist also wirklich ein Gericht, das geht ruckzuck, es ist gesund. Superfood, haben wir gelernt. Es sind sehr, sehr viele interessante Zutaten da drin. Es ist besonders durch die Cranberries, die da jetzt nochmal drin sind. Und ich denke auch die... Und den Speck. Genau, die Fleischesser unter Ihnen werden den Speck feiern, der da drin ist. Ich kann es also wirklich nur empfehlen. Und nochmal www.anixahd.tv/kochshow. Dort finden Sie die Rezepte. Und jetzt würde ich sagen, wir lassen unsere Zuschauer das jetzt mal kochen. Lassen Sie in Ruhe. Genau. Und Sie schalten am besten das nächste Mal wieder ein. Wenn es heißt, Kochen mit Anixa. Gumanns schnelle Küche.